Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu, eigentlich ist es ja BeamNG, aber wir haben es jetzt umbenannt zu Trucker on Board. Auf jeden Fall fahren wir heute von Norte. Ich habe übrigens gemerkt, dass es gar nicht Norte ist, aber egal. Wir fahren jetzt auf jeden Fall in die nächste Stadt, wo wir hin müssen. Ich habe jetzt hier aus Italien hier, aus diesem Laden da, Orangensaft geholt, wie man sieht. Stay healthy, live fast, Allah. So fast sind wir auch unterwegs und deswegen bringen wir das jetzt mal zum nächsten Abgabeort und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe jetzt hier natürlich wieder den Automat drin, weil wenn ich hier die ganze Zeit schalte, ist das für euch ein bisschen unangenehm, ein bisschen lästig, wenn ihr hier das ganze Zeit dieses Klicken hört. Deswegen lasse ich das einfach. Wir fahren natürlich hier volle Kanne raus, wie auch sonst. Oh, hier ist aber eine Schwelle. Boah, egal. Überstanden. Diesmal gehen wir Richtung... Warte kurz. Fastello, okay, wir gehen nach Fastello, scheinbar. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall geht es hier direkt los. Wir haben nicht so starke Probleme wie beim letzten Mal. Da haben wir ein bisschen, ja, halt Probleme halt. Ich glaube, das geht nicht. Oh, scheiße. Mann, warte ganz kurz. Aber naja, das kann ja mal passieren. Ja, wir fahren jetzt hier weiter. Ich hoffe, heute werden wir nie umkippen. Ich habe auch gemerkt, ich bin ja letztes Mal eigentlich mit den Rohrlieferungen gestartet. Bin da schlussendlich dann irgendwie mit etwas anderem angekommen, aber das ist ja... Oh, scheiße. Ups, kleiner Unfall. Müssen wir hier runter? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Was ist das eigentlich? Ach, come on. Ist jetzt mein Rad kaputt vorne? Oh, das ist doch nicht wahr. Ja, guck mal, die Lenkung, die geht nicht mehr so weit zurück. Wieso, wenn die gerade ist, ist sie so schräg? Warte kurz. Das gibt's hier so einen Knopf. Ja, guck, jetzt ist sie wieder gerade. So einfach geht's. Wir gehen wieder, aber wieder in die First Person, wenn ich wüsste, wie es geht. Fahr doch. Also... Genau, wir fahren jetzt hier durch, einfach ein bisschen mehr auch fürs Feeling hier. Ja, okay, ist zwar aber nicht so praktisch, to be honest. Oh Gott. Okay, ich weiß auch nicht, warte, geht's hier hoch, denn ja, da hinten ist ja die, egal, wir fahren einfach mal weiter. Wir werden bestimmt mal wieder in die Stadt kommen. Oh, dann werden wir ja sehen. Oh nee, da vorne schon wieder so eine Mauer. Die mag ich gar nicht. Da hatten wir letztes Mal auch ein bisschen Probleme. Haben wir uns einfach einmal aufgebockt. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Oh nein! Och Mann! Ich habe irgendwas bei meinem Mikrofon umgestellt gerade. Ja, das ist jetzt natürlich dumm gelaufen. Aber für das gibt es ja wieder so einen Magic-Knopf. Oh, jetzt sind wir verkehrt. Och Mann, Alter. Jetzt muss ich hier kurz drehen. Warte kurz. Hier einfach kurz ins Land. Oh. Nicht so schlimm. Als ob wollt ihr mich denn verarschen? Was ist jetzt los? Oh, jetzt haben wir uns aufgebockt. Och, come on. Wir haben so richtige Probleme hier. Ich kann mich irgendwie auch nicht mehr zurücksetzen. Achso, das ist ja der Motor. Okay, jetzt bitte nicht. Mauer vorne. Och, Glück gehabt, okay. Uff. Richtig. Oh. Okay, das haben wir jetzt ein bisschen gestreift, aber egal. Nichts passiert ansonsten. Wie gesagt, ansonsten läuft das hier ganz gut. Sind die auf jeden Fall. Seht ihr den Maus? Okay, nee. Gut, perfekt. 80. Wie viel fahren wir gerade? Ja, bestimmt zu schnell. Egal. Ich hoffe nicht, dass denn wieder so eine Kurve kommt. Oha, okay. War noch mal gut gegangen, sag ich es mal so. Also diese Haare jucken auch extrem, Mann. Okay, ich sollte vielleicht wirklich nicht so schnell fahren. Dann fahre ich immer auf der Gegenspur irgendwie. Weiß auch nicht, wie das kommt. Wieso ist hier, was ist das? Verstehe ich nicht, Alter. Ganz komisch hier. Hier sind, Achtung, irgendwo ist eine Ampelschirme jetzt dann. Hä, das war doch so ein Ampelsymbol, oder nicht? Ich habe es nicht ganz erkannt, muss ich sagen. Ja, egal, auf jeden Fall ein bisschen langsamer hier. Den Berg hoch. Okay, hier sind wieder mal Schilder. Mal kurz gucken, ob wir schon vorbeigefahren sind. Ne, tatsächlich nicht. Ja, hier geht's auch nach Norte. Hä, hey, ich verstehe es nicht, Alter. Hier ist Achtung Linkskurve, aber die meistern wir natürlich wie ein Profi. Ist ja tatsächlich kein Ding für den King.
sage ich auch immer. Oh, ein bisschen eingeditscht. Oh nein, jetzt bin ich auf Land. Oh Gott. Man, so, alles im grünen Bereich, Leute. Alles gut, alles gut. Oh, hier wieder eine Rechtskurve. Aber natürlich auch kein Ding für den King. Oh, nein, oh. Ah, wir hätten da, glaube ich, trotzdem runtergemusst. Müssen wir hier hin? Warte mal, ich muss ganz kurz gucken gehen in dieses Dorf. Und bis da auch so einen Laden gibt. So, hier erstmal runter. Boah, ist das kritisch, ey. Wieso sind in Italien die Straßen so dünn, Alter? Ich versteh's nicht. Okay, abbremsen. Oh, oh. Okay. Ah, was steht hier? Okay, nee, warte, falsch. Wir müssen drehen. Ich habe übrigens immer noch nicht gecheckt, wie man einen Anhänger anmachen kann. Deswegen sind wir wieder so ein Komplett-Lieferwagen irgendwie, keine Ahnung. Oh, wir sind auch so ein bisschen in den Schild gefahren, aber kein Problem. Wir müssen jetzt hier, glaube ich, einfach weiter, oder? Okay. Ja, hier wieder ganz schöne Landschaft. Oh, uff. Boah, Alter. Hier wieder Linkskurve. Aber wie immer. Oha, da vorne ist eine große City. Das ist bestimmt Fontello. Fontello, oder wie das hieß. Ja gut, wie soll ich das jetzt meinem Chef erklären? Scheiße, Mann. Oh Gott, das hat ja komplett zerrissen, die Ladung. Ja, was machen wir jetzt? So, Leute, ich habe... Oh, Digga. Warum spawn ich denn hier drin, Mann? Och, scheiße. Oh, wie komme ich denn hier jetzt raus, Mann? Nein, wie komme ich jetzt hier raus? Okay, warte mal, wir brauchen ganz kurz einen Ball. Hä, können wir als Ball spielen? What? LOL. Ich habe halt so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen wieder auf die Straße... Es funktioniert. Auf die Straße buggen können. Okay, viel besser klappt das jetzt aber auch nicht. Und das wird vielleicht, weil wir nehmen jetzt hier mal so ein ganz normales Auto. Also irgendwie so dieser Porsche hier. In Hoffnung, dass wir ein bisschen auf die Straße kommen. Dann können wir nämlich wieder... Okay, hat geklappt. So, wir nehmen hier natürlich wieder O-Saft. Nicht, dass uns derselbe Fehler wie letztes Mal passiert. Das war wieder mein Kollege. Die Ware ist zum Glück heil geblieben. Ich konnte die jetzt hier kurz umladen. Ich konnte die jetzt hier zum Glück umladen. Und jetzt können wir weiterfahren tatsächlich. Und alles ist im grünen Bereich. Und wir können die Lieferung abschließen. Ist auf jeden Fall eine große Stadt, Alter. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo es hier denn so durchgeht. Ich will auch hier nicht allzu schnell fahren. Okay, wo geht es jetzt hier durch? Ich fahre einfach mal hier der Hauptstraße lang. Da wird doch bestimmt irgendwo dieser Laden sein. Hm. Ach, hier drüben ist doch ein Laden. Oh, da war eine Laterne. Das ist jetzt natürlich peinlich. Warte mal. Wir müssen hier ganz kurz abbiegen. Scheiße, Mann, die haben wir uns jetzt alle gesehen. Hier nochmal zurück manövrieren. Jetzt habe ich eigentlich wieder irgendwo fest, Mann. So, ich bin in den Hydranten gefahren. Da kann man passieren. Also nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, da ist auch Polizei. Das ist ganz toll. Oh Gott, was mit mir... Alter, guck mal. Was ist denn mit meinem Blech hier vorne passiert? Okay, da hat ein bisschen gelitten. Och, hier ist eine Sackgasse. Laden, bist du da drin? Okay, ich denke nicht. Okay, ja, jetzt müssen wir hier rückwärts hier raus. Ja, moin. Polizei, bitte ganz kurz Augen zumachen. Oh. Da war irgendwie wieder eine Barriere. Okay, jetzt hier weiter nach vorne. Wo ist denn hier irgendwie ein Laden, hä? Oh, da ist jetzt hier das... Ist das ein Hotel oder so? Biegen wir ganz kurz da runter, ich frag mal nach. Okay, ist hier irgendwas? Ist hier ein Laden? So einen richtigen Laden halt, wie wir es vorhin gesehen haben. Da, geradeaus ist doch sowas. Oder? Ja, ja, okay. Dann gehen wir mal da hinter das Haus zum Lagerstellenplatz. Oh, scheiße, ich dachte, das geht da direkt rum. Okay, warte. Alles gut, alles gut. Alter, hier unten ist auch schöner Strand, ey. Können wir gleich ein bisschen Ferien machen. Das schreibt mir nach einer Abkürzung. Komm schon, zieh durch, Bruder. Oh nein. Oder wir wenden einfach ganz kurz. Können wir natürlich auch machen. Okay, mein Lastwagen ist auch nicht mehr der neueste. Ist ein bisschen schräg. Aber egal, wir gehen jetzt ganz kurz zu diesem Laden. Beziehungsweise hier ging ja, glaube ich, auch noch eine Straße nach hinten, oder nicht? Okay, hier ein bisschen abbremsen, jetzt bis es wieder ins Dorf geht. Ja, müssen wir einfach vor der Hütte ausladen? Also scheinbar, ne? Okay, dann parkieren wir jetzt hier so ein bisschen auf dem Gehweg hier, damit wir die Straße nicht blockieren. Oh Scheiße, jetzt haben wir uns hier wieder im Balkon festgehangen, Alter. Das ist auch, Alter, das ist auch so ein Ding
Italien aller. Oh, habe ich noch den Baum vorne geditscht. So, ich würde sagen, das passt. Kann ich eigentlich hupen? Lol. Es gibt eine Map. Oha, die Map ist ja riesig. Oha, cool. Okay, das heißt, es gibt noch relativ viel zu entdecken. Scheinbar. Okay. Egal, Leute. Wenn euch diese weitere Folge Trucker on Board heute tatsächlich mit nicht so vielen Unfällen, bis auf einen krasser, ist tatsächlich nicht so viel passiert, aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi!